Eine ganz freche kleine Ameise. Der arme Regenwurm. Manchmal hat man den Eindruck, man sollte den Gepeinigten helfen, oder? Ja, ich finde, sie hat so viel Kraft. Aber der Wurm hält sich gut, he? Ja, er wehrt sich. Wir haben nicht gesehen, wie das Ende ausgegangen ist, oder? Ja. Ja, und da kommen wir zu einem... Eigentlich ein Feind der Ameise, der Ameisensackkäfer. Ist ein kleiner Käfer, 7 bis 11 mm. Fast in ganz Europa, außer im Norden, Portugal oder Griechenland zu finden. Und hier ist er beim Eier produzieren. He? Ja. Man sieht sehr schön, er hat ein Ei herausgedrückt. Und jetzt, was macht er da? Ja, er macht jetzt so einen Ballen mit Schuppen und Kot. So schützt er dieses Ei. Also er klebt das an das Ei dran. Genau, he? Genau, ja. Und dann lässt er es einfach fallen. Wenn es so wie eine Traube fast, he? Ja. Es sieht fast so aus wie ein Samen. Von irgendetwas. Ein bisschen Ähnlichkeit, ja. Und was geschieht nachher? Ja, er macht das hauptsächlich in der Nähe von Ameisennestern. Und die Ameisen, die tragen dann diesen Ballen in ihr Nest. Also sie vermuten, das ist ein Samen und nehmen ihn mit. He? Ja, sie könnten das gut benutzen. Ja. Und in diesem Ameisennest schlüpfen dann die Larven. Und die Larve, aus diesem Ballen macht sie sich so eine Art Höhle, wo sie sich verstecken kann im Ameisennest. Und sie frisst dann von den Abfällen von der Ameisenbrut oder auch die Brut, je nachdem, was hier gerade passt. Also ein Schmarotzer. Ja. Sie lebt da im Verborgenen und gut getarnt. Ja. Genau, ja. Und sie vergrößert ihre Hülle auch immer wieder, dass sie immer wieder gut geschützt ist. Hier sieht man sehr gut das Ei. Ja. Und warum fressen die Ameisen diese Larve nicht? Sie können ein Pheromon erzeugen und die Ameisen erkennen dann nicht, dass es ein fremdes Insekt ist. Ja, sie vermuten, es gehört zum Nest, ja. Und lassen dann die Larve in Ruhe. Ja. Es gehört zu ihnen, ja. Und die ganze Entwicklung, die kann über 2 Jahre dauern. Das ist sehr lange. Das ist sehr lange, ja. Also sie kann da sehr lange inkognito leben. Genau, ja. Ja, und hier sind wir bei der Streifenwanze. Genau. Wir hatten schon einmal eine kleine Demonstration von ihr. Hm? Ja, so die Entwicklung. Die Larven, ja. Die Entwicklung und die Häutung. Genau, das war im Teil 86. Und jetzt sind wir bei den Erwachsenen. Und was gibt es darüber zu sagen? Sie leben ja eigentlich als Einzelgänger. Und damit sie sich für die Paarung finden, erzeugen sie mit Bauchvibrationen akustische Signale. Also sie rülpsen oder was? Sie sagen akustische Schmalbandsignale. Also ich nehme an, das ist das Trommeln, das wir immer wieder beobachten.
mit den Beinen auf den Unterleib. Vielleicht, aber Sie sagen Bauchvibrationen. Ich weiß nicht, wie das läuft. Ja, Sie werden kaum eine so große Darmaktivität entwickeln. Nein, aber ich habe auch gelesen, dass das Frequenzspektrum auf die Resonanzeigenschaften der Wirtspflanze abgestimmt ist. Also, dass also der Schall gut übertragen wird, ja, die Pflanze in der Pflanzen selbst. Ja. Gibt das wahrscheinlich weiter, ja. Ja. Das würde ja auch bedeuten, dass sie nicht besonders gut sehen, weil sie leben oft in Kolonien, finden wir sie. Ja. Also, wie schon mal betont, sie legen da ihre Eier ab, dann schlüpfen sie fast alle gleichzeitig und es ist keine soziale Gemeinschaft, sondern einfach die Futterpflanze, die sie zusammenhält. Genau, ja, ja. Und der hier möchte sich paaren, aber die Distanz ist zu groß. Ja, er hat noch Mühe, das zu überwinden. Ja. Aber ich glaube, man kann sie auch nicht unterscheiden, so Männchen und Weibchen. Ja, nur bei der Paarung irgendwie. Ja, ja, jetzt sieht man jetzt, was was ist. Ja, er fragt noch ganz kurz. Und sie ist offenbar einverstanden, weil sie hat ihren Teil dazu beigetragen. He? Ja, ist keine große Sache. Nein. Sie saugt gemütlich weiter. Wie immer bei den Wanzen. Mhm. Ja, bei vielen Käfern. He? Auch, ja. Ja. Aber auch Wespen, die fressen auch weiter. Haben wir auch beobachtet. Ja, stimmt. Und es gibt in der Regel eine Generation pro Jahr. Wer überwintert eigentlich? Sind das die Larven oder sind das die erwachsenen Tiere? Ich denke die Larven. Die Larven. Hier sieht man sehr schön die Beinarbeit wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob das Trommeln vielleicht einfach ein Bestandteil der Paarung ist. Vielleicht wird der Samen so besser verteilt, weil sie hat ja ein paar Eier im Bauch und ja, das muss gemischt werden, damit die Befruchtung überhaupt stattfindet. Vielleicht, ja. Und vielleicht ist die Beinarbeit ein Hilfsmittel. Hier sehen wir wieder ein paar in einer kleinen Kolonie. Schöne Aufnahmen. Ne? Ja. Ja, sie sammeln sich sicher während der Paarungszeit. Ja, das, wenn das Signal gut übertragen wird. Oh, hier kommt einer mit einem Karosserieschaden. He? Ja, die hat etwas erwischt. Oder wurde so geboren, schwer zu sagen. Ja, kann auch sein. Was ich hier nicht richtig erkennen kann, sind die Deckflügel. Es müsste eigentlich in der Mitte einen Spalt haben, damit sie die Flügel öffnen können. Oder vielleicht benutzen sie den oberen Gel gar nicht zum Fliegen. Na, wie auch immer. Das war's. Bis später. Bis dann.